Ja, ich bin Finn Erik, 22 Jahre alt, habe jetzt gerade einen Kreuzbandriss erlitten, habe jetzt im letzten Jahr eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann abgeschlossen und bin jetzt selbstständig mit meinem Zwillingsbruder zusammen. Ja, das ist die Schnelligkeit an sich, die Athletik, dann der Mannschaftssport, wenn du mit deinen Jungs da auf der Platte stehst und um dich herum 400, 500 Leute und die feuern dich an und die Emotionen. Und ja, das macht schon süchtig. Also, sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt auch gesagt, das war's, aber im Gegenteil, es juckt schon wieder und man hat schon wieder Lust. Ich glaube, ich habe mit 9 angefangen, Handball zu spielen. Da hat mich mein Kumpel mitgeschleppt, der war damals, ja, eigentlich ist das so mit meinem bester Kumpel, seit wir irgendwie laufen können. Und der hatte damals schon Handball gespielt und ich hatte damals noch Fußball gespielt. Und der sagte so, jetzt komm mal mit. Und wir waren ja sowieso eine Handballerfamilie. Dann sind Jan und ich da mal mit hin. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Das war eine Situation, die hat man vorher tausende Male gemacht. Und das war nichts Besonderes. Das war nicht unsportlich vom Gegenspieler. Der ist einfach nur rausgekommen, hat mich ein bisschen verteidigt. Ja, und dann bin ich da halt auf seinem Fuß gelandet. Und ja, sofort gemerkt, dass das war es erstmal.